Ja, eine segensreiche Technik, diese Dahlbusch-Bombe, die schlussendlich auch dazu geführt hat, dass Adolf Herbst, der letzte Überlebende von Lengerde, damals wieder das Tageslicht gesehen hat. Herr Herbst, Sie sind nie mehr eingefahren aus nachvollziehbaren Gründen, sind aber trotzdem, ich danke nochmal dafür, heute nach Essen gekommen. Ja, jetzt geht es hier zu Ende mit dem Steinkohlebergbau im Ruhrgebiet in ganz Deutschland. Was beschleicht Sie an so einem Tag? Können Sie das auch ein bisschen genießen oder denken Sie, das ist gut, dass es zu Ende geht, dass keiner mehr unten bleibt? Nein. Einmal das natürlich, weil die Gefahr dann zu Ende ist. Aber 50 Jahre Steinkohlebergbau war doch für uns Deutsche doch wichtig. Denn in der Nachkriegszeit, wir mussten hier Deutschland aufbauen. Wir brauchten die Kohle, wir brauchten den Strom und brauchten die Wärme und das Licht. Also ohne Kohle wäre es nie gegangen. Und darum kann ich das nur unterstreichen und betonen. Danke, Kumpel. Das ist super, dass sie für uns da waren, dass sie für uns die Kohle rausgeholt haben, 50 Jahre lang oder länger. Und niemand anders hätte uns dafür Sorge tragen können, dass wir eine Wirtschaft aufbauen können, wie wir sie aufgebaut haben. Wir brauchten die Kohle dringend damals. Und nichts größer ist, was man sich also vorstellen kann, wenn man davon leben kann und wenn die Kumpel für einen da sind und für uns eben, wie gesagt, die Kohle, das Licht und die Wärme hervorgebracht haben. Danke, Kumpel. Vielen Dank, Adolf Herbst war das, der letzte Überlebende des Grubenunglücks von Lengerde in Niedersachsen. Danke, dass Sie bei uns waren und genießen Sie den Tag noch hier auf der Zeche Zollverein.